Puzzleteile zusammensetzen, Teil 9. Die noahidischen Gesetze. Sind sie biblisch? Dieses Thema hier auf YouTube anzusprechen ist sehr, sehr heikel und es ist mir auch bekannt. Ich weiß, dass andere Kanäle genau wegen diesem Thema schon gescheitert sind, gelöscht und andere Schikanen. Aber mein Kanal hier ist eh schon in einem Shadowban. Und das sehe ich immer wieder an den Aufrufezahlen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch bemerkt, aber ich bemerke es halt. Da hat zum Beispiel mein Video über die Hure Babylon gestern noch 199 Aufrufe. Es ist auch so, die Aufrufezahlen werden oft eingefroren bei 66, 69, 9 ist ja die umgedrehte 6, 99, 199 oder auch 33. Ja, und deswegen klickte ich das Video auf meinem Handy an, weil mich dieses 99, also 199 eben gestört hat. Und nachdem ich es anklickte, waren es plötzlich nur noch 189 Aufrufe. Passiert mir immer mal wieder, dass man jetzt im großen Stil die Aufrufezahlen wegnimmt oder reduziert. Ich habe weiterhin auch bemerkt, dass die Playlist über die Hure Babylon entfernt wurde. Ich habe sie natürlich neu erstellt und ich werde das jetzt auch ein bisschen besser kontrollieren, dass die auch da bleibt, diese Playlist. Und ich freue mich natürlich, dass besagtes Video in den letzten Tagen von euch so häufig angesehen wurde. Was mit diesem Video geschieht, werden wir sehen. Sie haben ja anscheinend nicht vor, Ihre Manipulation von meinem Kanal wegzunehmen. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Die Bibel ist wahr und sie ist über Zauberei sehr, sehr klar. Dieses Thema mit diesen noahidischen Gesetzen sprach ich auch bereits in meinem Video »Wo stehen wir biblisch gesehen aktuell?« Teil 4 an. In besagtem Video habe ich es allerdings nicht im Titel erwähnt, dass ich dort auch die noahidischen Gesetze durchleuchten werde. Auf der einen Seite bemerke ich, wie krass dieser Kanal seitens YouTube manipuliert ist. Auf der anderen Seite bemerke ich aber auch, dass meine Videos von einigen geteilt werden. An dieser Stelle danke ich allen fürs Teilen meiner Videos. Ja, auch das entgeht mir nicht. Seid gesegnet dafür, liebe Geschwister. Starten wir ins Thema. Eigentlich wollte ich dieses ganze Thema in ein einziges Video packen. Mittlerweile sind wir aber schon bei Teil 9. Weil alles doch viel komplexer ist, als ich auf den ersten Blick dachte. Für den Zusammenhang lasst uns kurz nochmals einen Blick zurückwerfen zu Teil 6. In Teil 6 haben wir gesehen, dass die Gnostiker am Baum der Erkenntnis hoch oder besser gesagt runtersteigen wollen und somit in den Tod steigen wollen. In meinen Augen ist das doppelt und dreifach absurd. Nun ja. Sie wollen jedenfalls die materielle Welt den anderen überlassen und wollen selber in ein Licht aufsteigen, wo sie in ihren Augen alle eins seien. Wenn es zu spät sein wird, werden sie bemerken, dass sie hier einem Irrlicht aufgesessen sind. Doch das soll nicht unser Problem sein. Die Juden, die es nicht sind, sondern eine Synagoge Satans hingegen, würden am Baum des Lebens aufsteigen, und zwar auf die Stufe des Demiurgen zu Saturn, wo sie zu Göttern auf Erden werden wollen. Saturn ist ein Synonym für Satan. Und diese materielle Welt soll dann von ihnen regiert werden, mit den sogenannten noachidischen Geboten für die Nichtjuden.
Heute möchte ich mit Offenbarung 2, Verse 8 bis 11 einsteigen, mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Und falls sich hier zufällig irgendwelche religiösen Leute aus irgendwelchen Freikirchen tummeln sollten, werden sie vermutlich gleich aufschreien. Was? Die Gemeinde in Smyrna gibt es doch gar nicht mehr. Es gibt doch nur noch die aus Laodicea. Sagen zumindest die Freimaurer unterwanderten christlichen Denominationen und alle, die ihnen ungefragt und ungeprüft nachreden und sonst auch jeden Satz verdrehen und aus dem Kontext reißen. Natürlich möchte ich auch nichts aus dem Kontext reißen, aber es wird schon einen Grund haben, weshalb dieses Sendschreiben in der Offenbarung steht. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Uns allen steht kein Spaziergang bevor. Wir sollten das Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna als Ermutigung betrachten, falls wir in eine ähnliche Situation kommen sollten. Lasst uns jetzt mal die 7 noachidischen Gesetze betrachten. Ich lasse heute an vielen Stellen Offenbarung 2, Vers 9 eingeblendet. Das tue ich deshalb, damit allen bewusst wird, dass die Macher der NWO etc. diese selbsternannten Eliten, die auch gemäß Bibel keine Eliten sind, dass diese eben keine echten Juden im biblischen Sinne sind. Sie sind keine Juden, sie behaupten es nur. Und mit der Tora haben sie auch nichts zu tun. Mir ist es wichtig, dass es hier keine Verwechslungen gibt. Das war vor über 2000 Jahren schon so und hat sich bis heute nicht verändert. Siehe Offenbarung 2, Vers 9. Gemäß Talmud gibt es im traditionellen Judentum 7 Gebote, die für alle Menschen Geltung haben sollen. Die Juden, die es nicht sind, sondern eine Synagoge Satans, sind der Meinung, das ganze Gesetz aus der Tora, also die 5 Bücher Mose, würden nur für sie gelten. Meine Anmerkung hierzu? Dann sollten Sie endlich mal beginnen, die Tora wirklich zu halten und sie nicht permanent zu übertreten. Für die Nichtjuden würden in ihren Augen lediglich diese 7 noachidischen Gebote Gültigkeit haben. Und wer diese von den Nichtjuden einhält, der gilt gemäß deren Ansicht als Tzaddik, also gerecht, und wird Anteil an der kommenden Welt erhalten. Aus diesem Grund sieht das Judentum keine Notwendigkeit für eine Mission von Andersglaubenden. Nein, gerecht vor Jehova ist man durch Glauben gemäß Heiliger Schrift. Und Anteil an der kommenden Welt haben die gläubigen Nachfolger Jehoshuas, die das Zeugnis Jeschuas haben und den Geboten Jehovas folgen. Sie hingegen, die aus der Synagoge Satans, werden sich bei Jehoshuas Wiederkunft an die Brust schlagen. Was hingegen stimmt ist, dass es absolut keine Notwendigkeit gibt, zum sogenannten Judentum, wie es die Welt versteht, zu konvertieren. Es geht vielmehr um eine Beschneidung an den Herzen, die auf echtem Glauben basiert,
so wie es im Neuen Testament beschrieben ist. Es wird weiterhin behauptet, der Noachidismus gehe zurück auf die Tradition von Noah aus der Bibel. Noachidismus ist aber nicht biblisch, sondern eine reine Auslegung vom Talmud. Die noachidischen Gesetze sind in der Bibel nicht zu finden. Und diese noachidischen Gesetze sind eine Erfindung von Menschen und haben mit dem Noah aus der Bibel null und gar nichts zu tun. Die sieben noachidischen Gebote mal im Überblick. Erstens das Verbot des Götzendienstes. Zweitens das Verbot der Gotteslästerung. Drittens das Verbot des Blutvergießens. Mord. Viertens das Verbot von sexueller Unmoral. Fünftens das Verbot des Diebstahls. Sechstens das Verbot, Fleisch eines noch lebenden Tieres zu essen. Siebtens das Gebot, ein gerechtes Gerichtssystem aufzubauen. Das ruft natürlich wieder solche auf den Plan, die eine falsche Gnadenlehre predigen und die fälschlicherweise plädieren, wir sind unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr wisst, auch das Thema habe ich in einem separaten Video ausführlich behandelt und da habe ich euch auch gezeigt, wie komplett sie die Bibel eigentlich in ihrem Sinn verdrehen. Sie kommen manchmal auch mit Apostelgeschichte 15, Verse 19 bis 20. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Elohim bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Nun, klingt ja nun ganz ähnlich wie die Noahiden Gesetze, oder? Vorsicht, das wäre eine komplette Fehlinterpretation. In Apostelgeschichte 15, Verse 19 bis 20 ging es aber niemals um die Abschaffung der 10 Gebote. Es war auch nicht die Meinung, dass die 10 Gebote für neu bekehrte Heiden keine Gültigkeit mehr hätten. Das macht auch gar keinen Sinn. Und auch sonst würde sich da Paulus selber widersprechen. Hintergrund von dieser Diskussion war die Frage, physische Beschneidung ja oder nein. Außerdem war es so, dass Neubekehrte, die sich von diesen 4 Hauptpunkten Götzendienst, Unzucht, Blut und Ersticktem lossagten, in jüdische Synagogen gehen durften, um die Lehren aus der Tora zu hören. Lasst uns mal betrachten, was eigentlich hinter den noachidischen Geboten Nummer 1 und Nummer 2 tatsächlich steckt. Zur Erinnerung, erstens das Verbot des Götzendienstes, zweitens das Verbot der Gotteslästerung. Jetzt ist halt die Frage, was man darunter tatsächlich versteht. Juda und Israel, ursprünglich Jehovas auserwähltes Volk. Jeschua, der Sohn Jehovas, kam als Mensch auf die Welt und starb den Opfertod für uns am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden können. Und am dritten Tag wurde Jehoshua von den Toten auferweckt. Jehoshua ist das Opferlamm und sein Opfertod am Kreuz gilt ein für allemal. Daher braucht es auch keine Tieropfer mehr. Wer Tieropfer bringt, der lehnt Jehoshua als unseren Messias ab. Jehoshua wurde in eine jüdische Familie geboren und hat die Tora, das Gesetz Jehovas, niemals und an keiner Stelle gebrochen und auch nicht aufgehoben und auch nicht ans Kreuz genagelt. Jehoshua ist der Sohn Elohims. Jehoshua ist der Sohn Elohims, des Gottes von Abraham, Isaak und Jakob, der Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde. Dennoch wurde Jehoshua damals gekreuzigt
und als Gotteslästerer hingestellt. Der Talmud ist die schriftliche Niederschrift der mündlichen Überlieferung der Pharisäer. Es ist genau das, was Jehoschua den Pharisäern immer angekreidet hat, nämlich, dass sie sich eben nicht an das Gesetz Moses halten, sondern dass sie nach ihren eigenen mündlichen Überlieferungen und Menschengeboten halten. Zu Jehoschuas Lebzeiten hat er stets versucht, den Pharisäern aufzuzeigen, wo sie falsch sind. Doch die meisten sind bei ihren falsch überlieferten Traditionen geblieben, ohne umzukehren und Buße zu tun. Jehoschua sagte den Pharisäern damals ins Gesicht: Ihr habt den Teufel zum Vater. Lies Johannes 8, Vers 44. Genau diese von Jehoschua kritisierten Menschengebote und traditionelle Überlieferungen wurden im Talmud nach Jehoschuas Tod niedergeschrieben von Leuten, die ihn abgelehnt haben. Und so wundert auch Folgendes nicht. Gemäß Talmud ist jeder, der Jesus oder Jeshua oder Jehoshua als Sohn Elohims bezeichnet und ihn anbetet, ein Gotteslästerer und ein Götzendiener. Aber das dritte Gebot scheint doch ziemlich vernünftig zu sein, oder nicht? Nun ja, wenn man weiß, was damit wirklich gemeint ist, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so vernünftig. Ausgenommen von Gebot Nummer 3 sind nämlich die Nichtjuden, die eben sehr wohl gemordet werden dürfen. Aber hier müsste ich doch jetzt zustimmen, oder nicht? Nein, auch hier stimme ich nicht zu, weil hier es anscheinend nur unmoralisch ist bei Kindern unter 3 Jahren, soweit ich gehört habe. Da gibt es bestimmt noch mehr Hintergründe, die ich aber nicht kenne, aber mir reicht eigentlich schon das, was ich weiß. Theoretisch könnte man diese ganzen Gebote noch detaillierter untersuchen und schauen, was da tatsächlich gemeint ist. Bei Gebot 3 und 4 habe ich es kurz angerissen, aber ich möchte hier nicht tiefer ins Detail gehen. Ich möchte stattdessen gleich zum sogenannten Gebot Nummer 7 kommen und euch zeigen, was hier wirklich dahinter steckt. Gebot Nummer 7. Sogenannte gerechte Gerichte. Die Nachkommen von Noach sind verpflichtet, in jeder Gesellschaft ein Rechtssystem zu etablieren. Gemäß Meinung von Maimonides erfordert das Gebot die Etablierung eines Rechtssystems, das Fälle von Nichteinhaltung der 6 anderen Gebote behandelt. Es wird die Schaffung eines Rechtssystems gefordert, das Ordnung in allen Bereichen des sozialen Lebens schafft, darunter auch Angelegenheiten der Regierung, Gesetze des Staates. Theoretisch beinhaltet dieses Gebot auch die Möglichkeit, Todesstrafen auszusprechen. In der Praxis müssen Strafen jedoch gemäß der gegebenen speziellen Situation der Gesellschaft und des sogenannten moralischen Fortschrittes bestimmt werden. Ja, schön geschwollen formuliert, aber was bedeutet das nun im Klartext wirklich? Es bedeutet, dass jeder, der sich öffentlich zu Jesus, Yahshua, Yahusha, Jehoshua, ist egal, ob der Name falsch oder richtig verwendet wird, dass jeder, der sich öffentlich zu Yeshua als den Messias bekennt und das so einem Gesetz zur Todesstrafe verurteilt wird. Das würde auch bedeuten, dass der Glaube an Jehoschua die Todesstrafe zur Folge haben könnte. Und dabei ist Jehoschua der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum himmlischen Vater nur durch ihn. Gemäß Talmud verhält es sich wie folgt. In Bezug auf die sogenannten Heiden,
alle Nichtjuden, und zwar gemäß ihren Ansichten, fordert die jüdische Tradition, dass jeder Mensch ein Mindestmaß an religiösen und rechtlichen Regeln zu beachten hat. Man unterteilt die Heiden in folgende drei Kategorien. Die Gruppe der Nochri, diese halten die noachidischen Gebote nicht ein. Die Gruppe Ben Noach, sie halten die noachidischen Gebote ein. Die Gruppe Ger Toschaf, diese haben vor einem öffentlichen Gerichtshof erklärt, dass sie die noachidischen Gebote einhalten werden. Diese dürfen als Fremdlinge im Heiligen Land wohnen. Und an diesem Thema kann man ein Exempel statuieren, nämlich auf die Aussage, die Hure reitet auf dem Tier. Ihr wisst jetzt, woher die noachidischen Gebote wirklich stammen. Wie schon ganz oft erwähnt, sagt die Heilige Schrift, die Hure reitet auf dem Tier, was so viel bedeutet wie jemand bestimmt das politische globale Weltgeschehen. Ich lese euch zunächst Offenbarung 17, die Verse 1 bis 11, und danach zeige ich euch, was in der Welt bezüglich der noachidischen Gebote seit Jahrzehnten im Gange ist. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräuel und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jeschuas, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das sie sieben Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte, und es ist einer von den sieben, und es läuft ins Verderben. Im Jahr 1991 wurden die noachidischen Gebote in einer Proklamation vom damaligen US-Präsidenten George H.W. Bush erwähnt. Am 5.11.2016 haben Jared Kushner und Ivanka Trump das Grab von Chabad Rebbe Schneerson besucht, auf einen Segen vor der Wahl. Jared Kushner hat das Chabad-Haus an Harvard besucht, und Jareds Familie hat im Jahr 2007 150.000 Dollar an Chabad gespendet. Die Donald J. Trump Foundation spendete 11.550 an drei Chabad-Institutionen. Unter www.breakingisraelnews.com/82693/Sanhedrin blesses Trump
Calls Präsident Apol 7 Noah Head Lost, habe ich einen interessanten Artikel gefunden. Der Einfachheit halber ist er hier auf Deutsch wiedergegeben. In einem alten und geehrten jüdischen Brauch sandte der aufstrebende Sanhedrin einen Brief an den neuen Führer der USA, Präsident Donald Trump. Er segnete ihn und forderte ihn auf, die Führung bei der Wiederherstellung Amerikas und der Welt zu übernehmen. Der Sanhedrin forderte den neuen Präsidenten auch auf, die 7 Gesetze von Noah anzuerkennen und einzuhalten. Der Brief folgt dem Brauch des jüdischen Volkes, ausländische Könige zu segnen, wie er in einem Vers in Jeremia zu sehen ist. Weiter unten ist Folgendes geschrieben. Das Sanhedrin-Mitglied Rabbi Joel Schwarz erläuterte die Entscheidung und wies auf die Bedeutung der Rolle von Trump hin. Wir wandten uns an den Präsident Trump, weil Amerika heute in vielen Dingen als Weltführer fungiert, sagte er Breaking Israel News. Als solche wendeten wir uns an den neuen Präsidenten und baten ihn, Dinge in Ordnung zu bringen, die Barack Obama gebrochen hatte, Familienwerte wiederherzustellen und den Krieg gegen den radikalen islamischen Terror zu führen. Er hat bereits Schritte in die richtige Richtung unternommen und wir segnen ihn, dass er weiterhin die Werte zurückbringen wird, die Amerika groß gemacht haben, lobte Rabbi Schwarz. Wir hoffen, dass er die noahidischen Gesetze vorantreiben wird, die allen Menschen obliegen. Das Gebet, das der Sanhedrin an Trump gesandt hat, unterscheidet sich von dem, was normalerweise von Juden gesprochen wird, die unter fremder Herrschaft leben, erklärte Rabbi Stein. Es gab eine Version des Gebets, das von Juden gesprochen wurde, die unter fremden Königen leben, um den König zu beruhigen, in der Hoffnung, dass er die Juden unter seiner Herrschaft nicht unterdrücken wird, sagte Rabbi Stein. Das Gebet wird noch immer in Synagogen auf der ganzen Welt gesprochen und beginnt mit einem Vers aus den Psalmen. Der den König Erlösung gibt, der David, deinen Diener, aus dem schmerzhaften Schwert rettet. Psalm 144, Vers 10. Wie der Vers andeutet, gemäß diesem Bericht, ist das Gebet aus Angst motiviert, dass ein Monarch über Juden im Exil regiert, tyrannisch und unterdrückerisch zu den Juden werden würde, die als Fremde in einem fremden Land vom guten Willen des Königs abhängig waren. Aber der Sanhedrin sendete Trump in einer anderen Tradition des Segens ausländischer Monarchen, die im biblischen Israel existierte. Die noachidischen Gesetze haben nichts mit Noah zu tun. Sie sind eine Verfälschung. Für uns sind nicht die noachidischen Gesetze bindend, sondern die 10 Gebote aus der Heiligen Schrift. Punkt. Wir sollen nicht Menschen folgen, sondern auf Jehovah hören. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Wir sollen Jehovah mehr gehorchen als den Menschen. Der Papst folgt übrigens längst den noachidischen Geboten. Und mit der Chrislam-Bewegung versucht man bereits, den Katholizismus, den Islam und das Judentum unter einen Hut zu bringen. Der Tempel, der in Jerusalem gebaut werden wird, soll für alle Menschen sein. Das ist ein Zitat sowohl jüdischer Rabbis als auch von Donald Trump. Ja, natürlich. Stichwort dritter Tempel. Die einzigen, die dort nicht willkommen sind und die da auch freiwillig nicht willkommen sein wollen, sind wir, die wahren Nachfolger Jehoschuas. An dieser Stelle verweise ich mal auf Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Hier folgt ein Statement meinerseits.
Ich werde bis zum Schluss an der Tora festhalten. Und ich werde keinen anderen Geboten folgen, die in der Heiligen Schrift nicht genannt sind. Und ich werde keinem anderen Gott dienen, als dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieses Video endet hier. Fortsetzung folgt.